Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Witcher 2 Assassins of Kings zur heutigen Folge. Ja, bei der letzten Folge ist König Foltest gestorben. Er wurde ermordet in einem Attentat. Geralt hat es gesehen, konnte es aber nicht mehr verhindern. Deswegen ist Geralt auch im Kerker, weil er als der einzige Verdächtige gilt. Aber er konnte Roche beim Verhör überzeugen, dass er nicht schuldig ist. Und jetzt müssen wir aus dem Kerker entkommen. Vielmehr ist uns zwar nicht passiert. Wir haben zuerst mal einen Faustkampf gemacht gegen zwei Waffen, die liegen da drin noch. Und jetzt gucken wir mal, wie wir hier durchkommen. Noch ein paar Sachen gelesen. Erstmal gucke ich hier mit dem Medaillon. Aha, hier ist was. Haben wir denn hier? Eine Katze, eine Rune des Mondes, ein kleiner Glöckel und abgenutzte Lederhandschuhe. Okay, das ist zumindest eine Waffe. Wir haben ja bisher keine Waffe. Deswegen Knüppel. Abgenutzte Lederhandschuhe sind zumindest in der Rüstung. Wir haben alles verloren, dadurch, dass wir ja gefangen genommen wurden, wurde uns wahrscheinlich alles abgenommen. Ein Knüppel ist natürlich jetzt nicht die beste Waffe, aber das ist ein Anfang. Gibt es hier sonst noch was? Wir könnten hier nach oben gehen. Hier wollen wir mal kurz schauen. Hier scheint sonst nichts zu sein. Okay. Außer komische Schleimsuppe auf dem Boden. Ich hoffe, man hört mich gut. Ich bin extrem heiser. Verdammte Fackeln. Sie werden mich verraten. Jetzt bist du im Schleichen-Modus. Meide illuminierte Bereiche. Du kannst Sachen betäuben, indem du dich anschleichst und dann durch den Austausch drückst. Aha, wir haben schon gehört, von der Fackeln. Ich will, dass wir die Fackeln jetzt erstmal ausmachen. Geschlichen sind wir natürlich noch nie. Ne? Mal sehen, wie es geht. Hä? Was war das? Was ist auch eine Fackel? Geralt. Ja, okay, er hat uns gerade nicht angegriffen. Egal, jetzt haben wir ihn mit dem. Erschrecken würde ich halt mit Knüppel hier. Ja, ich kämpfe wie ein Mädchen, ich besiege euch halt nur mit dem Knüppel. Eigentlich wollte ich mich anschleichen. Hat nicht so ganz geklappt. Nicht aus, Stromstrahlen. Irgendwas hätte können wir vielleicht brauchen. Mach mit. Und hier haben wir Öl. Und Kollege, du siehst auch nicht mehr ganz gesund aus, ne? Du hast deine besten Jahre auch hinter dir, habe ich so das Gefühl. Also ich hoffe, man hört mich gut. Ich meine, wie gesagt, ich bin ziemlich heiser, aber ich will halt Folgen machen. Ich glaube, rausholen können wir die gar nicht. Da ist immer noch was rum. Ich sehe doch den Beutel. Okay, das liegt das raus. Was nicht machen wir raus? Wir kommen halt hier nirgendwo rein. Das ist irgendwie scheiße. Mal auf nach oben. Wie gesagt, der Knopf ist nicht gerade die beste Waffe. Ich sehe auf der Minimap den nächsten Wärter. Hier wird jetzt der Wächter gesagt. Teilen Sie mich bitte oberirdisch ein. Ich muss mal kurz schauen, ob es irgendeine Taste gibt für Schleichen. Schauen. Nein, das wollte ich nicht. Ach, hier kann man nicht gucken wegen. Ach ja. Hier kann man nicht gucken wegen Tasten. Bitte. Fleisch gibt's, hat der Koch gesagt. Mieser, verlogener Furzklemmer.
Ja, es wird Fleisch geben, aber nur für mich. Okay, die Fackel ist aus. Kommt natürlich jetzt näher gerade. Nein, mit mir bist du auch nicht fertig. Aber wieder haben wir irgendwie das mit dem irgendwie kriegen wir es mit dem Schleichen nicht mit. Okay, die Wachen wünschen. Ein bisschen beschissen. Sonst das war wohl nicht wahr sein. Ich erwarte keinen Arsch. Der neue verpisst sich. Ach, danke fürs Verraten. Der Häftling ist geflohen. Ich bin nicht geflohen. Wo sind sie denn? Wache! Hier! Ich schaff's nicht. Irgendwie schaffe ich es immer, den voll reinzulaufen. Ich meine, die normalen Werte haben natürlich keine Chance gegen den Hexer. Aber so war ein Trick schleichlastig, ist etwas anderes. So, wie gesagt, ich entlasse mich in guter Führung. Wir sind schon oberen Kerker und Orenz. Kann sie hier praktisch sein? Noch irgendwas hier? Fässer? Licht. Hier geht's ja auch ohne Licht. Hier braucht man zwei Gefäße und Licht. Irgendwelche interessanten Fässer hier. Nee. Wirklich. Wie gesagt, Strom sparen, GZ-Gebühr sparen. Und ein Video. Ich hoffe, wir übersehen jetzt hier natürlich nichts. Hol mich raus, bitte. Ich flehe dich an. Lass mich hier raus. Wenn du mir nicht hilfst, schreie ich dir die Garnison an den Hals. Was würde das, wenn es fertig ist? Oh, guter Kämpfer. Ja, die beiden hat er ja wohl kaum gehauen. Ist doch jetzt befreit. Ruhig, Arya. Du, was machst du denn hier? Die Frage ist, wer ist Arya? Ach, das ist der Baron. Das ist Arya Lavalette. Der Baron hat also überlebt. Ich dachte, sie hätten ihn gekillt. Ja, was machen wir hier? Ich würde sagen, dasselbe wie du. Ja, vielleicht kann er uns helfen. Dasselbe wie du? Wieso haben sie dich eingekerkert? Angeblich habe ich Foltest ermordet. Schade. Dann kann ich ihn nicht mehr ermorden. Weißt du etwas von meiner Mutter? Hat Foltest dir etwas angetan? Nicht, dass wir wüssten. Ja, wir wissen ja, dass er sehr auf Schutz seiner Familie ist. Deswegen hat er sich damals ergeben. Deswegen geht es ihm auch so schlecht gerade. Aber wir wissen auch nicht, ob er für ihren Schutz gesorgt hat. Nicht mit Sicherheit. Deswegen, ich sag's jetzt trotzdem, er hilft uns. Er hat für ihren Schutz gesorgt. Aber wir wissen, wie Foltest dir gegenüber war. Er würde ihr nie was antun. Foltest hat den blauen Streifen befohlen, sie zu bewachen wie den größten Schatz. Bastard, sie zu diesen Hunden zu stecken. Sie sollte von Nobleren beschützt werden, einem Baron wenigstens. Wir sollten allmählich überlegen, wie wir unsere Haut retten. An meiner Ehre liegt mir mehr als an meiner Haut. Was hast du vor? Das ist meine Sache. Kämpfen wir uns zum Öllager durch. Da ist ein Ausgang. Hilf mir! Ich habe keine Kraft! Das ist aber eine dumme Idee, lieber Arya. Kerker der Lavalettes. Ich warte hier. Komm zurück, wenn du den Weg freigemacht hast. Die den Ausgang blockieren. Das ist aber sehr dumm, lieber Arya, dass du deine Ehre über dein Leben stellst. So, bestimmt gibt's hier was Neues. Das Leben steckt voller Überraschungen. Vor allem, wenn man den sicheren Tod zu entgehen sucht. Mitten im Kerker traf Geralt auf Arya Lavalette. Gerade noch Feinde, flossen die beiden durch das Los, vereinten sich zusammen. Arya kannte die Burg wie seine Westentasche.
und der Hexer hält ein Schwert. Wir gehen voran und kämpfen den Weg frei. Ja, schon wär's Revenge. Wert hätten wir nie, leider keins. Irgendwas Neues hier? Bei Arya, das dachte ich mir schon. Das Schicksal zwar fand bei seltsamen Kosten. So sahen die beiden sich wieder, als er aus dem Kerker der Burg Lavalette fliegen musste. Okay, sonst irgendwas Neues? Ich mag Arya ja immer noch sehr gerne, das habe ich damals gesagt, wo er uns feindlich gesinnt war. Und jetzt, wo er uns helfen will, habe ich ihn immer noch. Aber ich glaube, ich gehe gleich nochmal zurück. Ich will nichts übersehen in dem Kerker. Es scheint nämlich so, als wenn wir weitergehen. Schauen wir mal auf die Map. Okay, ich denke mal, hier müssen wir hin. Nein, hier ist ja Geralt. Hier müssen wir hin. Scheint ja nicht viel zu sein. Das Wasser wäre scheinbar erkundet. Okay, dann gehen wir geradeaus. Halt, unten war auch noch einer. Ach so. Ja. Ja gut, dann wir kommen rein. Irgendwer wollte ja vorher noch befreit werden. Und hat dann gedroht, wenn wir nicht befreien, verpetzt er uns. Ich weiß nicht, ob das der Arjan war. Oder jemand anders. Mit der Käfer haben sich übrigens. Okay, da geht's runter zu einem Feind. Wieder auf der Map ist er. Gehen wir raus. Können wir in die Gefangenen befreien? Ich nicht so. Aus. Die Dunkelheit ist unser Freund. Ah, ich glaube, hier kommen wir her. Aber hier hinten liegt noch was, das wollen wir uns noch abgreifen. Echt gerade Öl. Irgendwie mal das mit. Und da liegt auch noch was. Einen Kiesenring, Orenz und Kette. Und nochmal Orenz. Wir wollen, wie gesagt, alles mitnehmen. Dann kannst du nicht. Silva kam da also her. Ich weiß halt nicht, wo unten noch was ist. Ich gehe jetzt mal zurück. Ich weiß schon, dass ich mal zurückgehe, aber... Achso, merkt man es nicht. Was schon wieder mal auf die Map. Okay, jetzt sind wir hier. Hier war, glaube ich, unsere Zelle. Glaube ich. Ja. Dann scheint es ja wirklich nur geradeaus zu gehen. Okay, dann gehen wir wieder vor. Schaue ich nur kurz, ob es gut aufgenommen wird. Scheint mir so. Sehr schön. Die gestrige Folge ist ja fast ohne Probleme gelaufen. Also wirklich zu 98% ohne Probleme. Ah, das wir so eine Schleichen verkackt haben. Und hoch. Weil hier sitzt jetzt der Arya rum, ne? Ein ziemlich kaputten Rücken hast du. Ich meine, wir sind auch nicht wahnsinnig geheilt. Aber im Vergleich zu ihm sind wir ja das gut leben. Ja, hier war der weitere Weg, das wissen wir schon. Und dann noch was? Die Tür durchsuchen. Du Bastard! Du Drecksschwanz! Fick dich, du Schwanzlutscher! In den Arsch! Alter! Hurensohn! Ich bring dich um! Kapiert? Ich reiß dir den Schwanz ab! Und schlag dich damit tot! Okay, ich glaube, der Freund hier ist ein bisschen sehr aggressiv. Oder was machen? Nee. Er beleidigt uns nur, den retten wir natürlich nicht. Natürlich sehr nett, ne? Vor allem so eine blumige Sprache hier. Blumig und kinderfreundlich, ne?
nächste Fechter. Du bist zu früh dran! Dein Termin ist erst morgen! Danke, Mann! Aua! Ja, übrigens eine Neuigkeit, ich werde nicht sterben. Ich hätte ihm gleich mal den Schreiber. So. Ach, ein Schildträger, hör aua. Nette Klinge hast du, Anker. Wird meine Trophäe werden. Komm, weg. Mal an, weil wir haben relativ wenig Leben. Ich will jetzt nicht sterben und die Hit'n Run Technik kennen wir ja von der Valets. Das ist aber echt gut. Wie gesagt, ich werde nicht sterben. Neuigkeiten für dein minderes Gehirn. Na komm her. Und tot. Schön angekokelt. So, sein Schwert hätte ich ganz gerne und es relativ los. Ledertuch, rotes Meteorit, der erste Wandstab, das ist meine Kiste, das mitnehmen. Abgenutzte Schuhe aus Geld, Leder, kurze Handschuhe und schwere Lederhose. Das Rüstung. Oder Schwert hätte ich so auch ganz gerne. So, gleich mal ausrüsten. Und schwere Lederhose. Halt. Bist du plus 1, einer schon gefrisst das Innocence. Ja, die ist besser. Als die andere Hose. Und die kurzen Handschuhe. Blutenresistenz, Reduktion für Magieschranken. Und auch ein bisschen besser als die jetzigen. So, was haben wir denn sonst alles jetzt? Nichts Besonderes, okay. Ja, noch was? Ah, dass man ein Schwert nicht bekommen kann. Wir haben noch Eisenerz in der... in dem Fass. Alt. Altklotz, Pechdraht. Tuch und Pechdraht. Leder und Amtsstaub, wir nehmen alles mit. Hier haben wir noch was. Amtsstaub. Und Holzklotz, Tuch und Pechdraht. Hier noch. Eine Katze, eine Runde des Mondes, kleine Glück und kurz die Lederhandschuhe. Vorne einmal Öl, ein bisschen Plünderstuhl, einmal Leder und Pechdraht. Und einmal Amethyststaub. Und einmal Tuch und blaues Meteoriterz. Und Öl und Eisenerz. Wie gesagt, wir nehmen alles mit, wir können alles brauchen. Noch Leder. Und also zweimal Leder insgesamt. Irgendwas hier. Ein störendes Licht. Und das scheint es ziemlich gewesen zu sein. Bleibt mir nicht, denn da ist noch ein Schema für einen Reißzahn. Okay, was bringt denn dieses Schema? Handwerksschema. Aktion nicht möglich. Wahrscheinlich für eine Waffe, eine Falle. Ich nehme mal an, man kann die Falle dann selber bauen. Da stehen ja auch noch ordentliche Zutaten.
Dafür ist das nämlich an. Muss ich kurz Akku anstecken, damit nicht gleich der PC abschmiert. Wir haben noch knapp 10 Minuten. Ich würde noch gerne weitergehen ein bisschen. Aber im Moment läuft es hier noch sehr gut. Ich schätze mal, hier geht es jetzt nur weiter. Können wir untersuchen. Aussage Arjan Lavalet. Ich, Arjan Lavalet, erkläre hiermit, dass ich der leibliche Vater von Anais und Bussi bin, die bislang als meine Geschwister galten. Aha. Wir wissen ja vom letzten Mal, dass die jetzt nach Goldes Tod alle Rivalen loswerden wollen. Das ist wahrscheinlich ein Punkt dafür. Okay, sonst noch was Interessantes hier? Das wird Arjan aber nicht gefallen, wenn wir das erzählen. Wir doch ein bisschen was zu plündern. Echtrad und Tuch, Eisenring, Diamantstaub und Tuch und Leder und Tuch. Jetzt geht's hier weiter, man sieht es an der gelben Markierung. Ist doch gar nichts. Ich hab nur gelenkt. Machen wir das nicht mal nochmal an. Vielleicht müssen wir auch zum Arjan zurück. Ich glaube, wir müssen zum Arjan zurück. Aber ich muss sagen, wir sind dezimieren ganz schön das Gefängnispersonal, ne? Wer Hitler tot ist. Ich glaube, die haben so gewisse Probleme jetzt. So, Arjan, wo bist du denn? Alles klar. Hm? Ja? Wir können ihn nicht ansprechen. Okay, dann ist unten noch, muss unten noch irgendwas sein. Wieder hier hauen. Spuren führen hier hin. Aber hier ist doch nichts. Ich glaube, man müsste da durchkriegen. Mein Problem ist, ich weiß nicht, wie das geht. Wir haben noch 8 Minuten Zeit. Haben wir irgendwas in der Ausrüstung, was wir brauchen können? Zweiter Knüppel, da reicht aber einer. Wir haben uns gerade nicht ausgerüstet. Im Prolog ist mir aufgefallen, mit Raves Rüstung und so. Aber erst im Nachhinein leider. Nee, die Sachen, die wir haben, sind besser. Questgegenstände, Bogenschlüssel zum oberen Kerker und den Gefängnisschlüssel. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo wir weitergehen sollen. Weil laut dem Medaillon geht's hier lang. Aber ihr seht ja selber, da kommt man nicht so einfach hin. Das hier ist in der Brief, ne? Genau. Wo geht's denn weiter? Ansonsten werde ich halt die Folge etwas früher Schluss machen. Und dann, dass ich dann gucke, weil es ja blöd, wenn wir jetzt auch hier hängen. Wisst ihr was, ich halt untersuche. Ach so. Wisst ihr was, ich werde die Folge jetzt gleich ein bisschen früher Schluss machen. Wir haben jetzt noch 5 Minuten, aber im Grunde haben wir beim letzten Mal 5 Minuten überzogen.
Weil ich gerade zugeben muss, dass ich keine Ahnung habe, wo wir lang gehen müssen. Wir machen jetzt mal etwas früher Schluss, wir speichern hier. Bis zum nächsten Mal schaue ich, wie wir hier weiterkommen. Vielen Dank fürs Zuschauen natürlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich war gut verständlich. Und ja, ein bisschen blöd, dass wir es mit dem Schleichen verkackt haben. Ich meine, wir haben ja alle Kämpfe gewonnen. Was im Schleichen verkackt war, ein bisschen doof. Beim nächsten Mal werden wir dann schauen, dass wir komplett aus dem Kerker rauskommen. Und ich hoffe, dass beim nächsten Mal meine Stimme besser ist. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie gut sie war. Ich hoffe, dass man sie gehört hat. Und bis dahin, Freunde, hart geschmiert.